Jo, also zunächst einmal werden wir mal ganz kurz hier unsere diversen Locations abjetten, damit also hier unsere Energie auch ordentlich abläuft. Einmal mal kurz eine Rundreise über unsere ganze Maschine hier bauen, da wo die ganzen Personenanker stehen, damit das alles wieder in Gang kommt und die Turbinen laufen und die Reaktor und so weiter. Was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich unser Fortschritt hier mit Witchery. Also jetzt mal unabhängig davon, dass wir hier natürlich eine entsprechende Altarkonfiguration haben, die noch ein bisschen optimiert werden muss. Ich habe da noch Verschiedenes vor. Was ich aber vor allen Dingen vorhabe, ist euch zu zeigen, wie man die eine oder andere Maschine automatisieren kann. Dazu fangen wir mal einfach hier an. Das sind ja drei hier. Einmal hier die Distillery. Das ist also relativ einfach. Die sortiert sich innen drin die Items, die sie bekommt, selber zurecht, wie es denn passt. Und wenn das fertig ist, kommt das Ergebnis da hinten raus. Und die ganzen Zutaten muss man einfach in die Kiste packen und dann passt das schon. Das Ganze wird hier mit solchen Item-Conduits transportiert, hier auf Always Active und gut ist, ohne irgendwelche Filter oder sonst was. Also das ist eine relativ einfache Konstruktion. Ein bisschen komplizierter wird es jetzt hier bei diesem Ofen, bei dem Witches Ofen. Da scheint es wohl nicht möglich zu sein, das so einfach zu bauen. Also erstmal ist dieser hier so ein bisschen abgegradet, wenn man so will. Also hier gibt es einmal diesen Fume-Funnel und hier gibt es noch einen Fume-Funnel, um den ein bisschen schneller zu machen. Und dann ist es so, wenn man hier in das Inventar reinschaut von dem Ofen, dann sind hier unten diese beiden Felder und hier oben werden die Zutaten reingeschmissen, die dann hier hinten zu Ergebnissen führen. Hier unten sind die Zutaten einmal die Energie, die das Ding braucht, also Kohle, und diese solche Clay Jars oder was auch immer. Jedenfalls das Zeug, was unten reinkommt, das kommt hier in diese Truhe und wird dann automatisch da an der richtigen Stelle einsortiert. Ich kann euch das mal einfach zeigen. Das macht er von sich aus. Das ist nicht das Problem. Also, wir schmeißen die Sachen mal einfach hier rein. Und jetzt seht ihr, zieht sich das da rein. Und dann geht das hier hinten automatisch an der richtigen Stelle los. Das ist völlig unproblematisch. Und wenn man jetzt, sagen wir, hier oben irgendwas reinschmeißt, das habe ich leider nicht ordentlich was. Lassen wir mal, die brauchen wir noch. Diese ganzen Bäume brauchen wir noch. Dann wird das jetzt oben natürlich reinkommen. Wenn ich das jetzt mal den Birkensäppling hier reinschmeißen würde, dann wird der hier unten drin vor sich hinbraten. Und wenn das fertig ist, dann wird aus diesen beiden Ergebnisslots sozusagen das rausgesogen und landet dann hier hinten in so einer Truhe und eigentlich gut ist. Natürlich kann man diese ganzen Truhen, die hier sind, auch irgendwie ans ME-System anschließen. Also im Sinne von kann man Dings haben hier als Ender Chest oder vielleicht auch mit einem Interface direkt irgendwie beschicken oder raussaugen mit einem Export, Import, wie auch immer was. Das kommt dann darauf an, was man da haben will und wie es gemacht wird. Das Prinzip geht jedenfalls so und es ist relativ einfach. Komplizierter wird es hier bei diesem Teil. Das ist der Witch's Cauldron. Der Witch's Cauldron, der ist ein bisschen komplexer zu machen und der ist nicht so ganz so einfach. Also erstmal erkläre ich den Aufbau vom Prinzip her. Wir brauchen natürlich Wasser und dazu haben wir hier so ein autonomes Aktivator mit einem Fluidukt, der das einfach nur da reinschickt, dass da immer Wasser drin ist. Ihr seht, das ist hier oben, da dampft das Wasser drin. Das ist eben ein Kessel, so muss das sein. So, auch wenn das Wasser oben rausgenommen wird, bei irgendwelchen Aktionen fließt trotzdem wieder Wasser nach, ist alles gut. Da muss er natürlich von unten Feuer haben, ist auch klar. Und das ist ein Block Abstand. Man kann also nicht direkt dran machen und darunter kommt dann jetzt so ein Netherrack mit Flämmchen drauf und schön. Dann habe ich das hier rundherum zugebaut hier unten, damit die Items, wenn sie dann in den Cauldron reingeworfen werden, nicht plötzlich einfach weg sind und was ich daneben fallen, hatten wir auch schon. Und dann haben wir das Ganze natürlich hier oben, könnt ihr hier oben reingucken, also ungefähr. Wenn die Items hier reingeschmissen werden, dann fallen die ja runter und unten in den Cauldron rein. So, und das Ganze ist mit der Turtle organisiert und ich zeige euch ja direkt auch warum. Der Cauldron macht Folgendes, der nimmt die Items
nacheinander, Reihenfolge, eigentlich egal, die Turtle schmeißt die halt da rein, kocht das Ganze und dann gibt es das raus. Und dieses Rausgeben findet da oben statt. Einfach in den Raum hinein, von wo aus die Sachen reingeworfen werden. Das hat den Nachteil, dass man die Sachen, die man reinschmeißt, auch wieder raussaugen würde, wenn wir nicht einen Filter hätten. Deswegen also hier auch diese Wand hier, dass man das nicht einfach so machen kann, dass das nicht alles wegfällt und gleichzeitig hier hinten eine Transfer-Node, die ja durch den Block durchgreifen kann quasi. Und da ist ein Filter drin. Hier, der Filter, der steht auf dem Produkt, was wir herstellen wollen. Also in diesem Fall Mutandis. Wenn wir Mutandis herstellen wollen, muss hier Mutandis drin sein, weil sonst saugt er die Items direkt raus, die da... jetzt lässt er nur Mutandis durch und nichts anderes. Das heißt, die ganzen anderen Sachen, hier dieses komische Ei und diese Mandrakes und sowas, die werden jetzt nicht rausgesaugt, sondern die bleiben da und deswegen fallen die auch in den Cauldron rein. So, wenn das Produkt dann fertig ist, wird es rausgesaugt. Das Ganze hat hier natürlich auch noch ein bisschen World Interaction Upgrades und ein paar Speed Upgrades, damit das nicht ganz so langweilig ist. Dann kommen die Sachen, also die fertigen Sachen, diese Mutandis, kommt dann hier oben in der Truhe. Das ist eine Doppeltruhe in dem Fall. Und ich erkläre auch direkt, warum das so sein muss. Jetzt ist die leer. Jetzt schauen wir uns mal die Turtle an. Die Turtle muss also auch in einer bestimmten Weise hier stehen. Und zwar so, dass die Kiste vor der Turtle steht, diese Doppeltruhe. Wenn das so gebaut ist, also besten Dank hier nochmal an Bendix, an das gemeinsame Nachdenken, finde ich, also 83, wie auch immer. Jedenfalls, also eine gut, coole Community. Also solltet ihr wirklich mal in den Stream vorbeikommen hier, www.twitch.tv/pyramidalist. Das sind gute Leute, die zu verschiedenen Themen echt was beitragen auch und auch anderen helfen, wenn sie dann Probleme haben. Und also das ist der Sinn des Streams. Das ist quasi der einzige Stream, von dem ich weiß, dass Live-Tutorials stattfinden oder Live-Unterstützung. Ich weiß nicht, wie das und das geht, sag mal oder so. Wow, finde ich total gut. Und so ähnlich ist das ja auch entstanden, so quasi in gemeinsamem Nachdenken und gemeinsamem Ausprobieren. Gucken wir mal einfach in das Ding rein. Hier haben wir jetzt 24 von diesen Mutandis drin. Das zeige ich euch mal, wie das jetzt gleich hergestellt wird. Und zwar muss ich dazu dieses Mandrake-Zeug haben. Da haben wir hier hinten ja eine Farm für. Da kann ich auch nochmal drauf eingehen, demnächst die Tage. Einmal hier unten so eine Mandrake-Farm. Na gut, das sind jetzt nicht so viele. Dann haben wir hier oben eine Eierfarm. Die funktioniert eigentlich ganz lustig. Das werden wir so auch bei Zeit nochmal vorstellen. Gut, sind jetzt auch nicht so viele. Aber wir haben noch eine andere Farm, die auch für Eier zuständig ist. Hier unten, das war die erste Idee. Und gut, da sind jetzt ein paar mehr drin. So, jetzt brauchen wir das. Und wir brauchen jetzt hier oben auch noch dieses Zeug, was hier hinten hergestellt ist. Ich glaube, dieses Zeug ist das, was wir hier brauchen. Diesen Exhale of the Horned One. Ich glaube, das ist das. Jetzt muss man eben vorsichtshalber mal kurz gucken. Mutandis, ob das mit diesem genau, so. Also, jetzt haben wir die drei Zutaten, die die Turtle ja braucht. Die schmeißen wir jetzt mal einfach hier rein. Einfach da, ne? Also hier so, das, da rein. Ist also jetzt nicht Rezeptreihenfolge, aber irgendwie. So. Aber wir sollten dafür zusehen, das ist sehr wichtig, dass immer die Zahl drin ist, die da eben reinkommt, mal x. Also hier nicht 11 und 6 und 24, sondern natürlich 6 Eier, weil eben das 1 zu 1 verwendet wird. Und auch hier machen wir natürlich nur 6 rein, dass das also von der... Und schmeißt der hinter, wenn er fertig ist, die ganzen Einzelteile, die noch übrig sind, da rein. Und dann ist das nicht sehr, sehr gut für dieses Cauldron-Teil. So, das funktioniert so. Jetzt zeige ich euch das Programm, das dazu notwendig ist. Das ist sehr einfach. Ich werde es also die Tage noch verbessern. Aber ich zeige es auch jetzt hier. Die Leute, die in der Lage sind zu programmieren, werden das sicherlich ganz einfach machen können. Aber ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht macht der Bendix das Programm noch schöner oder irgendwie mache ich das noch ein bisschen schöner. Ansonsten könnt ihr euch das ja anschauen. Also wie gesagt, Edit Mutandis. Das ist nicht Mutandis. Es ist nicht sehr kompliziert und vor allem es ist auch nicht sehr lang, wenn ihr mal seht, das war's schon. Und ich sage euch ganz kurz, wie es funktioniert. Also hier oben habe ich einfach nur eine Variable definiert, local i gleich 1, fertig.
Darunter habe ich einmal die Kiste, die wir ja daneben stehen haben, initialisiert, als, also initialisiert als eine Außenstelle, peripheral halt. Und weil die Turtle ja so steht, dass die Kiste vor der Turtle ist, steht da jetzt auch Front. Also hier steht Front. Das ist sehr wichtig, nicht nur weil die da vorne steht, dass die Front steht, sondern die muss auch wirklich vor der Turtle stehen. So, dann haben wir hier eine Schleife via True Do. Diese Schleife geht bis ans Ende des Programms hier unten. Und da steht da wieder End, also dazwischen dreht sich diese ganze Schleife. Hat hier nochmal eine Ruhephase, Sleep, damit die Schleife sich nicht selbst überholt. Und dann haben wir noch hier natürlich Print I, was wir hier oben als 1 gesetzt haben. Soll er einmal auf dem Bildschirm zeigen, damit wir sehen, ah, passiert was. Und dann haben wir hier I soll um einen erhöht werden, damit wir also den nächsten Durchgang der Schleife wahrnehmen, wenn er denn stattfindet. Einfach nur, um den Schleifendurchlauf zu haben. Das ist nicht, kann man auch weglassen, ist einfach nur zum Gucken. Dann haben wir hier vorne das Teste auf Truheninventar. Und wenn da was drin ist, dann. Das ist der Punkt, um den dieses Programm letztendlich geht. Ich erkläre mal kurz an der Stelle, was gemacht wird. Diese Truhe ist im Augenblick leer. Wenn in dieser Truhe etwas drin wäre, zum Beispiel hier dieses Mutandis als Ergebnis des Produktionsprozesses, dann würde ja, also wenn der Produktionsprozess zu Ende ist, würde das ja hier über diese Transfer-Note hier oben in der Kiste landen. Da wird ja hier was drin sein, Mutandis halt, logisch, wenn es fertig hergestellt ist. Die Turtle misst, ob da Mutandis drin ist. Denn für den Fall, dass da Mutandis drin ist, ist da unten der Ofen ja leer, sauber, da ist ja nichts drin, der ist ja dann eben fertig mit seinem Prozess. Heißt, in der Stelle, wenn hier oben Mutandis drin ist, kann die Turtle sich entscheiden, jetzt bestücke ich den Ofen wieder neu, sauge das Mutandis dann raus und warte, bis da wieder Mutandis drin ist, weil dann kann ich den Ofen hier wieder neu bestücken. So geht das im Kreis rum. Schauen wir uns an, wie wir das umgesetzt haben. Und zwar ist das so, also hier ist eine Wenn-Abfrage, If-Kiste. Also nebenan die, ne? Oder davor, vor der Turtle, wenn man so will. Wenn in der Kiste getStack in Slot 1. Wenn also in dem ersten Slot der Kiste was drin ist. Also wenn ich jetzt aber das Mutandis jetzt hier in 2, 3, 5, 7, 10 reintun würde, sieht das anders aus. Aber wenn das Mutandis hier in dem ersten Slot ankommt, und das tut es, dann soll die Turtle, also wenn das da, also If-Kiste getStack in Slot 1, dann soll die Turtle folgendes machen. Sie soll Turtle Select 1, also den ersten Slot hier unten wählen und bitte Turtle Dropdown ein Teil von diesem, was da in dem ersten Slot drin ist, unten in den Cauldron reinschmeißen. Dann soll es Turtle Select 2 machen, also diesen Slot hier, und auch da ein Teil in den Cauldron schmeißen. Und hier natürlich das gleiche mit Select 3, dann werden also hier hinten die aus dem dritten Slot genommen und auch da unten eingeschmissen. Kein Thema. Man kann also jetzt theoretisch auch sagen Dropdown 2, also je nachdem wie das Rezept vielleicht auch ist. Vielleicht gibt es ja ganz merkwürdige Rezepte, wo von verschiedenen Sachen mehrere gebraucht werden. Da müsste man hier das natürlich entsprechend anpassen, logischerweise. Danach macht die Turtle Select 4 und geht auf diesen Slot. Da ist ja nichts drin. Ist auch egal, ob da was drin ist. Ich zeige mal, wie es weitergeht. Turtle Suck 6 heißt, die holt jetzt, und deswegen muss die Kiste vor der Turtle stehen, die Turtle holt jetzt aus dem Inventar der Truhe 6 Stücke raus, wenn da 6 Stücke drin sind. Hat sie ja vorher aber gemessen, jawohl, da ist was. Wenn da was ist, nimmt die das, nachdem sie die Items da unten reingeschmissen hat in den Ofen, nimmt die das hier raus. Dann ist die Truhe wieder leer. Je nachdem, was das für ein Rezept ist, muss natürlich auch entsprechend diese Zahl angepasst werden. Oder wenn da mehrere Produkte rauskommen, muss man das entsprechend für andere Produkte natürlich auch entsprechend anpassen, logischerweise. Und dann sagt die Turtle wieder, nehmen wir den ersten, geh quasi wieder in Ausgangsstellung.
Und das war's erstmal. Für den Fall, dass in der Kiste nichts drin ist, und der kommt ja jetzt, weil die Kiste haben wir jetzt ja leer gemacht, kommt dann hier oben bei der Antwort, ist was in der Kiste drin? Natürlich nein. Also macht sie nicht rausnehmen und Items in den Cordon droppen, sondern da macht sie, macht ja nichts, Truhe ist leer, hinschreiben auf dem Bildschirm und Ende. Mehr macht die dann gar nicht. Und das macht die, solange die ganzen Items da unten vor sich hin brodeln, dann ist die Truhe ja weiterhin leer. Das heißt, die Schleife läuft immer mal wieder durch. Und da kommt, Truhe ist leer, Truhe ist leer, Truhe ist leer. Und Eva kommt wieder, Mutant ist in die Truhe rein und dann geht der ganze Prozess hier oben wieder von vorne los. Das lassen wir jetzt mal laufen, aber im Augenblick haben wir ja Truhe leer. Also starten wir das mal einfach. So, also das ist nicht so kompliziert. Ich denke, das könnt ihr doch so abschreiben. Also ich bin eigentlich dagegen mit dem Pastebin, wenn das nicht riesenlange Programme sind. Der Bendix 83 hatte mir, was ich gestern oder vorgestern haben wir so eine Turbine gebaut von Peak Reactors. Da hatte ich ja immer schon mal vor, die automatisch bauen zu lassen von einer Turtle. Und das hat der Bendix wohl schon gemacht gehabt. Und dann hat er leitet das mal runter, lass den Turtle mal laufen. Und dann lief die und baut die Turbine genauso, wie ich sie haben will. Perfekt, das Ding. Ne? Gut, also jetzt lassen wir das mal laufen. Mutandis. Das haben wir jetzt nicht auf Start gemacht, Start ab. Weil es kann ja sein, dass wir mal ein anderes Produkt haben wollen. Da müsste man natürlich auch ein anderes Programm schreiben, weil erstens sind die Zutaten der dann möglicherweise anders zu konfigurieren innerhalb des Programms. Deswegen habe ich das ja gerade erklärt, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann muss der Filter natürlich auch unten anders gestellt werden in der Transfernote, denn dann würde ja, sagen wir, irgendwas anderes in den Filter rein müssen als fertiges Produkt. So, jetzt machen wir Mutandis und da sagt er, Truhe ist leer, Truhe ist leer. Die läuft jetzt die Schleife durch, seht ihr ja, also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Truhe ist immer noch leer. Ja? So, jetzt tue ich mal in die Truhe tue ich jetzt mal einfach gleich irgendwas rein. Nämlich hier tue ich jetzt mal so, als würde der Produktionsprozess fertig sein. Schwupps und sofort hier rein und dann in der Truhe ist leer. Truhe ist, guck mal, habt ihr hier einmal, hat er was rausgesogen und jetzt sind hier nur noch 5 drin. Und er hat die 6 rausgenommen aus der Truhe, wie er soll. Die Truhe ist leer. Jetzt produziert er natürlich. Jetzt produziert er und wenn die Produktion fertig ist, dann sollte hier hinten wieder das nächste Mutandis entstehen oder reinkommen und er müsste sich das hier wieder raussaugen. Das ist natürlich eine Frage, wie lange der Produktionsprozess dauert, aber normal sollte das irgendwann passieren. Jetzt warten wir mal einfach in Ruhe ab. Es kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Auf den möchte ich euch natürlich dann auch direkt aufmerksam machen, wenn das so war. Und ich habe den Eindruck, dass das so war. Ich habe hier meinen Magneten. Der Magnet ist an. Der saugt natürlich blitzschnell alles, was da reingetropft wird, an sich. Wahrscheinlich, deswegen baue ich die Kauton mal ab und stelle ihn wieder hin. Wahrscheinlich ist es so, jetzt muss ich das Feuer ausmachen, sonst geht der Kauder noch verflöten. Wahrscheinlich ist es so gewesen, und deswegen ist das ein gutes Beispiel, mal um das auch zu zeigen. Wahrscheinlich ist es so, dass also eventuell das Ei oder so, ja, jetzt an der falschen Stelle in meinem Ding wäre. Ich habe das nicht nachgezählt, aber ist ja nicht wirklich ein Problem. Wir können ja auch uns einen Flint holen. Das sind so Vorführeffekte, das hatten wir gestern aber auch das eine Mal, wo ich das ein oder andere Mal, wo ich das dann gemacht habe und dann funktionierte das nicht, weil der sich das einfach reingesaugt hat. Aber ihr seht, durch die Pipe hat der sich hier oben natürlich jetzt schon wieder mit entsprechend Wasser versehen. Das kocht auch schon wieder, da seht ihr, das brodelt schon wieder. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, ich glaube das Computerprogramm von der Turtle läuft noch. Mal reingucken. Jawohl, das läuft noch. Und da sind ja jetzt auch noch die Items drin. Jetzt schmeißt man hinten wieder 6 Mutandis rein. Und ja, jetzt müsste er, hier hat er ja einmal das festgestellt, dass da was war. Jetzt hat er, ich habe die 6 Eier hier gesehen, das ist also alles kein Thema. Jetzt müsste das, genau, hier hat er, genau, das war vorhin der Fall. Also hier hat er jetzt wieder die neuen genommen, es sind nur noch 3 drin. Und jetzt haben wir hier die Mutandis drin, kein Thema. Das macht er jetzt weiter, solange bis da alles fertig ist. Also einmal die ersten 6 und dann jetzt nochmal 6
Und jetzt gleich wird er nochmal, genau, jetzt nochmal, so lange bis es weg ist. Wenn das also, ich muss doch wissen, wenn er so Magneten hat, der wirkt. Und zwar gegen das System in diesem Fall, weil es einfach in die Welt gedroppt wird und der saugt das halt aus der Welt raus, der Magnet. Wie ihr seht, haben wir auf die Art und Weise relativ schnell jetzt gleich 24 neue Mutantis bekommen. Die ersten 6 dürfen wir nicht mitzählen, weil haben wir ja selber reingelegt. Das gilt ja nicht. Also mal gucken, zuck, das haben wir hier, das weg, sind 30 drin. Jetzt produziert er natürlich noch weiter, ist ja logisch. Und was ich 10, 20 Durchläufe später, kommt dann das weitere Mutantis dazu und dann war es das. Da versucht er natürlich was reinzulegen. Jetzt versucht er hier was reinzulegen, aber die Truhe ist ja, die Tonne ist ja leer und dann war es das. Dann können wir das Programm auch hier an der Stelle unterbrechen und gut ist. Ne? Also das wollte ich euch gezeigt haben. Ist also eine relativ einfache Sache. Nur ein bisschen aufpassen mit den Magneten. Jo, und wir werden also noch mehr bauen. Also das hier kann man natürlich auch ans ME-System anschließen. Also im Sinne, dass man hier vielleicht mit einem Interface die Turtle füllt und mit einem Export-Bus raussaugt. Oder das direkt hier, muss man sehen, ob man das hier auch noch mit automatisch an das ME-System drankommt. Aber die Turtle braucht zum Messen ja die Truhe, damit sie messen kann, wann die nächsten Items reinkommen können. Also das solltet ihr schon so ein bisschen so ähnlich bauen. Okay, ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen, beim Nachempfinden, beim Nachdenken, beim selber Programmieren. Wenn ihr Probleme mit dem Programmieren habt, ich habe über das Programmieren auch schon eine Playlist gemacht, Computerkraft Lua oder so ähnlich heißt die, bei mir unten im Kanal, da müsst ihr mal gucken. Ist gar kein Thema, ist ja unten auch die Playlist. Die Playlist-Liste ist hier unten auch drunter verlinkt, das ist natürlich klar. Und ja, viel Spaß dabei. Wenn es da Probleme gibt beim Programmieren, direkt mal bei uns im Twitch-Channel kommen. Abends ist er meistens on. Und wenn er dann mal nicht on ist, dann steht er meistens auf dem Bildschirm, was dann da ist, wann er das nächste Mal on ist. Also, wer Hilfe braucht, kann gerne vorbeikommen. Wir werden Unterstützung bieten, soweit das also irgendwie Sinn macht. Jo, wie gesagt, ist da hinten die Farben, die könnten wir euch, das machen wir mal im Einzelnen, das mache ich also die Tage noch an so einem speziellen Tutorial. Das sind diese auch ganz, ganz lustig gebaut und das zeige ich euch dann nochmal. Gut, okay, abonnieren des YouTube-Kanals ist eine wichtige Sache für uns, weil wir merken dann, dass das Interesse der Zuschauer da ist. Liken dieses Videos ist wichtig, damit wir wissen, ah ja, die Art von Videos, die hätten die gerne nochmal. Und dann ist es wichtig, dass ihr natürlich, wenn ihr auf den Twitch-Kanal kommt, dass ihr dort zweierlei Sachen macht. Einmal followen, das ist so wie hier abonnieren, also hinterher followen, ja, einfach Kommando. Ne? Und dann weiß man immer, wann ich das nächste Mal on bin, wird automatisch informiert, wenn ich on bin. Und dann gibt es noch was anderes, dort. Das könnt ihr hier von YouTube aber auch direkt anklicken. Das ist hier unten auch als ja, Link, glaube ich, oder so. Dass ihr voten könnt. Und zwar voten könnt ihr dort für meinen Twitch-Channel. Das heißt, dieses Voten bezieht sich nicht auf den Server oder sowas, sondern bezieht sich auf meinen Twitch-Stream. Den könnt ihr positiv bewerten. Das wäre sehr, sehr nett und hilfreich, weil ich glaube, dass uns das hilft. Ich weiß noch nicht ganz genau, warum und wieso, aber es könnte sein. Ich werde mich mit dem Voting-System mal genauer beschäftigen und euch das natürlich dann hier entsprechend berichten. Ansonsten viel Spaß, wie gesagt. Wir sehen das beim nächsten Tutorial bei einem der, was ich, über 600 alten Videos schon, die es schon gibt. Und natürlich werden es immer mehr. Und im Stream natürlich. Bis dann. Ciao.